Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Weiter mit der Quest zu neuen Ufern, in Kame an Bord gehen. Dann schauen wir doch mal, wo das ist. 5 Kilometer weg. Okay, wir müssen schauen. Karte, ob wir nicht zum Regalia zurück können. Der ist eh schon in der Nähe. Dann gehen wir doch da mal hin und fahren dann zu der Quest weiter. Wenn euch das Video ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Wie ihr wollt, Leute. Es wird mich alles sehr, sehr unterstützen. So, es ist 9 Uhr. Unsere Schokobus sind noch 6 Tage da und ich würde sagen, wir fahren zu der Quest. Automatisches Fahren zum Aufgabenziel, zum neuen Ufern. 7 Minuten. Direkt zum Ziel reisen? Natürlich. 5 Gil, das haben wir locker übrig, würde ich sagen. Dann sparen wir uns die 7 Minuten. Okay, ich glaube, die Ladezeit beträgt auch schon 5 Minuten. Ladezeiten sind wirklich lang in dem Game. Talente, Überleben, Überlebenstricks. Gladius kennt sie alle. Nach jedem Kampf sucht ihr den Boden nach brauchbaren Gegenständen ab. Je mehr er rumkommt, desto größer wird sein Erfahrungsschatz. Okay. Gladius ist ja seit der letzten Folge wieder dabei. Der war ja kurzzeitig weg aus der Gruppe und hat sich dann aber wieder angeschlossen. Hat ja so einen geheimen Jäger gespielt, was wir als erst später erfahren hatten, dass er der Jäger ist. Okay. Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Schauen wir mal, was die hier hat. Oh, hallo! Kaufen. Wir haben jetzt aktuell 53 Heiltränke im Inventar. Wollen wir noch was kaufen? Ich glaube schon. Komm, wir kaufen nochmal. Wir kaufen nochmal 30 Stück. Vielen lieben Dank. Die können wir verschmerzen. Supertrank. Kaufen wir auch nochmal 10 Stück. Ach komm, lass 20 kaufen. Okay. Bis bald. Dann würde ich sagen, sind wir einigermaßen gerüstet für die kommenden Aufgaben. Und die letzten Dungeons sind uns ja schon fast die Tränke ausgegangen. War nicht so geil. Hallo? Prompto? Leute, ich will ein Foto mit Leuchtturm. Das sieht so schön nach Urlaub aus. Ja, komm, mach. Fotografieren eine Runde. Gut. Aber ohne Sandalen. Klar, wie der König befiehlt. Fotoshooting am Leuchtturm. Am Ziel fotografieren. Ja, dann machen wir das doch mal schnell. Ist eh gleich da drüben. Aber dann geht's mit der Hauptquest weiter. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Na los, Prompto, hau raus. Achtung, Aufnahme! Das speichern wir doch gleich mal ab. Okay. Oh, großartig! Sehr gut. Haben wir das auch hinter uns? Ah. Nichts zu tun. Sit. Tag. Hallo? Immer munter. Kann der nicht unsere Waffe irgendwie auf
upgraden oder sowas? Wenn's um den Regalia geht, fragt bitte Sydney. Nee, ich brauch dich. Nichts zu tun? Tag. Mai. Immer munter bleiben. Okay. Na, Jungs, wie war's ohne mich? Schön bequem im Auto. Hey, pass auf, was du sagst. Okay, möchtest du mit dem Boot nach Altissia fahren? Nach dem Ablegen lässt du Lucius fürs Erste hinter dir. Schokos kehren automatisch zum Verleih zurück. Ich hab dir gerade erst gekauft, die Schokobos, aber hilft nicht. Machen wir das mal. Schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. In Altissia auf dich. Ich bin bei dir. Machen wir das nochmal. Prinz Noctis, der General ist übrigens auch gerade hier. Okay. Noct, das Boot ist startklar. Steigen wir doch mal ein, würde ich sagen. Ich möchte dir noch etwas sagen. Und zwar? Vergib mir, dass ich Regis nicht beschützt habe. Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte bei ihm sein sollen. Nicht mal Kor hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Mach ich doch nicht. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein. Du darfst ihnen nie etwas vormachen. Glaub mir. Ich kenn das. Regis wusste genau, warum er dich mit den Dreien losgeschickt hat. Vertraue ihm. Immer. Verlass dich nicht nur auf deine Waffen. Für manche Strategien musst du deine Magie einsetzen. Magieflakon. Das heißt, wir haben einen Magieplatz mehr jetzt im Inventar. Da können wir doch eigentlich gleich mal reinschauen. Feuer, Eis. Machen wir doch mal ein Blitzelement. Du rüstest es doch gleich mal aus. Okay. So, und steigen dann in das Schiff ein. Oder in das Boot. Worauf wartet ihr? Ihr Landratten. Ihr Landratten. Aufgabe abgeschlossen. Zu neuen Ufern. Wartet! Was gibt's? Bitte, komm bald wieder! Du bist doch König! Klar! Verlass dich drauf!
So, da bin ich mal gespannt, wo uns denn die Reise hinbringt. So, sein Fotoalbum ist jetzt voll. Bin ja gespannt, was jetzt, wie es jetzt zum Wetter geht, wenn die Fotos alle voll sind. Vielleicht kriegt er eine zweite SD-Karte. Kapitel 9, schwere Schicksale. Noctis und die anderen verabschieden sich von ihren Freunden in Cam und stechen in See. Der Prinz ist guter Dinge, dass Altissia den Segen der Wassergöttin zu erhalten und seinem Ziel, das Imperium zu vernichten, einen Schritt näher zu kommen. Gleichzeitig hofft er auf ein Wiedersehen mit Luna Freya. Luna Freya ist ja seine zukünftige sozusagen, die er eigentlich heiraten soll. Bin ja gespannt, ob es denn noch zu der Hochzeit überhaupt kommt. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir mal weiter, wie es im Kapitel 9 dann wirklich weitergeht. Ich bin gespannt. Ich denke mal, dass irgendwann mal wieder ein Bosskampf kommen sollte. Altissia, Piazzas Jurel. Wie bedauerlich, dass wir sie nicht als Braut sehen werden. Andererseits sind wir ja nicht zum Feiern hier, sondern zum Götterjagen. Man hat's nicht leicht als Oberkommandant, was? Danke fürs Mitleid. Nun, ein Seiteneinsteiger aus Tenebrae hat in der Armee sicher einen schweren Stand. Du hast mit Luna Freya gesprochen? Nein. Es hat noch nie jemandem gut getan, mich hintergehen zu wollen. Als ihr großer Bruder würdest du die Seeschlange am liebsten sofort töten, was? Ich kenne den Preis der Pakte. Seeschlange? Hört sich für mich wie ein Boss an. Das Meer! Wolltet ihr nicht auch schon immer mal eine Reise auf dem Boot machen? Aber doch. Wenn man in Insomnia lebt, hat man ja auch einfach keine Gelegenheit dazu. 9 Kilometer. Sieht aus, als würde der Horizont nie ein Ende nehmen. Nach Altissia. Toll, dieses Gefühl von Freiheit. Es dauert eine Weile, bis wir in Altissia sind. Oh, ich kann in vollen Zügen anscheinend ein bisschen selbst steuern. Jetzt dauert's nicht mehr lang. Dann sind wir an fremden Ufern. Altissia, die Stadt der Kanäle und Brücken. Endlich da, wo wir von Anfang an hin wollten. Was für eine Odyssee. Am Ziel sind wir aber noch nicht. Bei Leviathan, meinst du? Bin mal gespannt, wie die Wassergöttin so Leviathan? Drauf ist. Sehr aufbrausend, wenn man den Legenden Glauben schenkt. Hin müssen wir so oder so. Schließlich können wir Luna nicht die ganze Arbeit alleine machen lassen. Freust dich sicher schon, sie wiederzusehen, oder? Luna? Ja. Klar. Muss doch wissen, ob's ihr gut geht. Ja, das hat oberste Priorität. Wenn nur die imperiale Besatzung nicht wäre. Ach so, machst du dir deshalb Sorgen um Luna? Zu Recht. Niflheim will schließlich den Ring. Und wie ich unsere Feinde kenne, ist ihnen nicht einmal das Amt der Kanagi heilig. Ohne den Ring ist der Kristall nämlich völlig nutzlos für sie. Ah, verstehe. Sag mal, wieso hat Luna den Ring überhaupt? Wenn ihr mich fragt. König Regis muss ihn ihr vor seinem Tod in Insomnia anvertraut haben. Damit sie ihn sicher nach Altissia bringt. Zu Nacht. Von dieser Bürde will ich sie befreien. Bis dahin kann Leviathan warten. Wo wir gerade beim Thema sind. Der imperiale Oberkommandant. Ja? Erinnert ihr euch an seine Armprothese? Ja, vergesse ich nicht so schnell. Er soll sich in Insomnia verletzt haben. Aber bei dem Unfall verlor er nicht nur seinen Arm. Er gewann auch neue Kräfte. Echt? Müssen ja ziemlich gewaltig sein, wenn man ihn danach direkt zum Oberkommandanten befördert hat.
Auf mich wirkten sie fast schon übermenschlich, ehrlich gesagt. Hab's auf seine Abstammung geschoben, aber... Damit hat sicher auch was zu tun. Aber du hast schon recht. Unheimlich war's. Ich würde gern wissen, was ihm wohl passiert ist. Und noch ein Gerücht erzählt man sich. Davos soll jetzt das Schwert seiner Majestät bei sich tragen. Bitte was? Was bedeutet das für uns? Kann er da irgendwie Kraft draus beziehen? Falls ja, dann scheint er davon jedenfalls keinen Gebrauch zu machen. Er scheint es nicht einmal im Kampf als Waffe einzusetzen. Vor dem Kanzler kneift er auch weiterhin den Schwanz ein, wie ein feiger Hund. Und trotzdem hütet er die Waffe des Feindes wie einen Schatz. Was hat der Typ wohl vor? Wer weiß. Ob die Niffen uns in Altissia wieder dazwischenfunken werden? Davon gehe ich aus. Titan haben sie schließlich auch nur angegriffen, um zu verhindern, dass Nockt sich die Kräfte der göttlichen Sechs aneignet. Bei Titan sind wir ihnen zuvorgekommen. Dank Aden. Frag mich, wo der wohl gerade steckt. Der Kanzler und seine Ziele lassen mich ratlos zurück. Bei unserem Treffen auf Ravus hat er uns auch die Haut gerettet. Hätte ich gerne drauf verzichtet. Auf den ersten Blick wirkt er sehr hilfsbereit. Aber ich traue dem Kerl einfach nicht über den Weg. Ob der wieder mal aufkreuzt? Das will ich doch nicht hoffen. Ignis hasst ihn. Ist ihm wohl zu seriös? Das ist es nicht. Die Gladio traue ich seinen Absichten nicht. Er hilft uns nicht aus reiner Nächstenliebe. Jedes Mal, wenn wir in der Klemme steckten, schien es ihn auffällig zu freuen, dass er uns helfen konnte. Wo du sagst? Seid ihr euch sicher? Nein. Aber genau deshalb sollten wir vorsichtig sein. Wann sind wir denn endlich da? Wie, ist dir langweilig? Etwa nicht. Soweit das Auge reicht, nichts als Wasser. Wie war das gerade noch mit dem unendlichen Horizont und dem Gefühl von Freiheit? Ich hoffe, du hast den Ring bald wieder. Luna bringt ihn nach Altissia. Das ist gut. Ist schließlich der Stolz eurer Familie. Wer sagt das? Die Bürde eines Königs liegt schwer, sei dir dessen bewusst. Doch sie schultern zu dürfen, ist eine Ehre. Schade, dass ich Regis als König nur von Fotos kenne. Wie jetzt? Du warst bei der Krönung nicht dabei? Nein, war zu der Zeit nicht in Insomnia. Aber eingeladen schon, oder? Ich bin mit deinem Vater nicht im Guten auseinandergegangen. Ach so? Aber den Kontakt habt ihr gehalten. Irgendwann haben wir uns ausgesöhnt, aber gesehen habe ich ihn nie wieder. Ich hätte nicht so stur sein sollen. Tja, mit dem Alter kommt die Einsicht. Der Regalia ist zwar an Bord, aber ihr braucht ihn in Altissia sicher erstmal nicht, oder? Ja, darauf läuft es wohl hinaus. Gut, werd den Wagen in Schuss halten. Naja, wird sicher nicht schwierig sein. Schließlich hat Sidney sich gut drum gekümmert. Du hältst große Stücke auf sie, was? Ja, sie hat sich vom Schicksal nicht unterkriegen lassen. Hä? Vom Schicksal? Der Tod ihrer Eltern? War ganz schön hart für sie. Sie war alt genug, um alles genau mitzukriegen. Sie wirkt ziemlich unbeschwert, nicht? Ja, ich mag ihre fröhliche Art. Das hat sie sich hart erarbeitet. Du warst sicher schon oft in Altissia, was? Nur ein einziges Mal. War allerdings ein längerer Aufenthalt. Wie ist die Stadt? Ziemlich groß. Groß, aha. Und ganz anders als Insomnia. Anders also, Du wirst schon sehen. Fremde Kulturen lassen sich oft schwer beschreiben. Der Tapetenwechsel wird euch gut tun. Ich störe euer angeregtes Gespräch ja nur ungern, aber ich glaube, wir sind bald da. Ja, ist nicht mehr weit. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt. Als erstes müssen wir ein Zimmer finden. Immer nur Arbeit im Kopf. Ignis, du Langweiler. Einer muss ja für euch mitdenken. Ihr könnt gerne draußen schlafen. Ein Hotel ist es nicht, aber ich kenne deinen Laden. Oh, gehört Wescan, einem alten Freund von Regis und mir. Der andere Typ auf dem Foto in der Werkstatt? Genau. Betreibt eine Art Bar oder so. Könnt ihr mal vorbeischauen. Gut. Hat der Laden einen Namen?
Klar, wie hieß der noch? Mago war's, glaube ich. Bestens. Auf Wes ist Verlass und sicher hat er auch noch ein paar Geschichten von deinem Vater auf Lager. Eine Erklärung zu den Hintergründen der Erweckung Leviathans will die Kanagi laut Regierung während ihrer Ansprache abgeben. Bin auf Empfang! Prinzessin Lunafreya von Tenebrae, die zwischenzeitlich schon für tot erklärt worden war, wird das erste Mal seit dem gescheiterten Friedensabkommen wieder in ihrer Funktion als Kanagi auftreten. Eine Ansprache von Luna? Sieht so aus. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Dann siehst du sie sicher bald wieder. Ja. Okay. Ich glaube, Leviathan war doch in den anderen Final Fantasy Teilen eine Bestie. Passierschein? Keine Angst, ich regel das. Hier. Ganz schön alt. Egal, weiterfahren! Also nochmal zurückzukommen, Leviathan, glaube ich, war eine Bestie. Und die haben mal gerade gesagt, ob Leviathan schon auferstanden ist. Ich denke mal, könnte mir vorstellen, ist ein Andenken an die Reise mit Regis. Das ist in der Tat. Dass wir gegen Leviathan in den Kampf ziehen müssen. Dass uns der Wassergott hilft im zukünftigen Spiel. Bin echt gespannt. Auf jeden Fall eine riesen Stadt. So. Sieht aus wie Venedig hier. Oder fast, sage ich jetzt mal. Auch eine Wasserstadt. Wow. So, Leute, ich würde sagen, wir sind in Altis jetzt angekommen und machen an der Stelle auch schon wieder einen Cut. Und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es denn weitergeht in der Stadt, was wir machen müssen, was uns hier alles, ja, erwartet. Das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, dann verpasst ihr auch nichts. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, es war jetzt nicht viel in der Folge, aber wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like freuen, einen Kommentar oder auch ein Abo, wie ihr wollt, Leute. Und bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt auf jeden Fall dran. So, und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge, euer Andy aka Dude Gaming.